Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 32 von Korbe Space Programm. Ja, der Lyro, wenn es richtig ausgesprochen ist, hat mir ein paar Tipps zugeschickt. Hat mir gesagt, ich soll mal gucken, dass ich den Raketen die Luftleitbleche klaue. Laden wir die erstmal, die wir da hatten. Orbital, irgendwas mit O. Orbital, Rakete. Laden wir die erstmal und dann gucken wir uns mal die an. Ich muss mal gerade die Musik im Hintergrund ein bisschen leiser machen. Die war jetzt doch zu laut. Also die bräuchte ich nicht, hat er geschrieben. Und da kann ich zwei Parts mehr anbauen und es ist irgendwie, die Parts sind reglementiert, sagt er. Ich wusste gar nicht, dass die Parts auch reglementiert sind, weil ich glaube, ich hatte als erstes das Gewichtproblem, dass die Rakete dann zu schwer war zum Launchen. Und hier unten habe ich da auch schon wieder das Problem, oder was? Nein, doch. 19 Tonnen und 18 Tonnen, wie man hier so schön sieht. 19,2 Tonnen habe ich Masse und 18 Tonnen. Die Parts sind 23,30. Und wie man sieht, bin ich schon zu schwer und kann deswegen gar nichts hier bauen. Also ist es doch gar nicht so leicht, da hochzukommen, wie er sich das auch vorstellte. Nur da ist die Frage, wo ist das Problem? Ja. Ich glaube, wir machen mal das dahin, das dahin. Ich glaube, ich hatte noch nicht drei hier außen, ne? 18 Tonnen. Ja, super. Die Nose Cones, die gehen jetzt natürlich nicht mehr drauf, ne? Die hätte ich ja gern wegen der Optik gehabt, ne? Ne, der eine schon Übergewicht. Ja, das bedeutet dann, wir müssten unsere Startrampe mal ausbauen, ne? Aber das dürfte ja rein theoretisch auch nicht das Problem sein, ne? Warte mal, dann gehen wir doch mal gerade einen Schritt zurück. Warte mal, erstmal nochmal abbrechen. Dreh mal gerade, dass ich das Triebwerk da unten sehe, weil das will ich dann gerade schon mal passend hinstellen. So. Aber dann können wir die Rakete ja auch bauen. Auch wenn sie übergewichtig ist. Das sind viele andere auch, ne? Ich spreche jetzt nicht von mir. Wir packen nochmal den Tank, den wir da eben wegmontiert haben, drunter. Egal. Aber der Lyro sagte auch, dass wir die mehrstufig bauen sollen. Dann klappt das auch. Ja. Ich zauber jetzt den da erst noch drunter. Dann den da drunter. Was ist da jetzt passiert? So, jetzt ist es richtig. Schieb die wieder runter. Und er meinte, ich müsste noch eine Stufe mehr reinbauen. Das würde ja bedeuten, das ganze Ding höher. Oh, jetzt habe ich so. Ich trenne das da nicht raus, sondern doch, ich trenne das da raus, baue noch so einen Tank da rein. Ob das funktioniert? Wir werden sehen. Er meinte, dass es der beste Weg ist, mehrstufig da hochzukommen. Na, jetzt haben wir was falsch angepackt. So, das. Das da drunter. Aber kippt mir die nicht um oder so? Die ist schon so hoch, ne? Ich glaube noch ein bisschen in der Erde. Ja. Naja, wird schon werden, oder? Die drei sprengen wir da ab. Fällt mir gerade so auf, dass ich da oben nicht abtrennen kann, ne? Hier, da muss noch ein Decoupler zwischen.
Ist ja mal gut, dass mir das noch aufgefallen ist, ne? Ein bisschen höher. Vielleicht noch ein bisschen höher. Ja, könnte jetzt vielleicht gehen. D, sprengen wir ab. Dann sind wir das Triebwerk und sprengen gleichzeitig das ab. Das kann nicht richtig sein. Ist die Frage, ob wir nicht gleich das... Da starten wir mit denen da unten zusammen. Dann das abgesprengt und das abgesprengt. Dafür müssen wir aber noch ein Triebwerk starten. Und zwar da mit dem zusammen. Nein. Der ist verkehrt. Der ist richtig. Wenn wir den absprengen, starten wir das Triebwerk. Das passt. Dann das mit dem passt. Und das später. Also rein theoretisch ist das so richtig. So, 1, 2, 4-stufig, oder? Ja, weiß ich nicht, ob 4 oder 3-stufig, aber egal. So, das ist jetzt voll übergewichtig. Hat 23,9 Tonnen. 18 können wir maximal auf die Rampe bringen. So, das speichern wir jetzt unter Orbitalrakete ab. Und dann gehen wir in den Übersichtsbildschirm. Und dann machen wir hier mal einen Rechtsklick drauf und können das für 75.000 upgraden. So, und dann... bin ich hier verkehrt. Kann man da jetzt was sehen? Ah. Ich glaube, das ist wohl gut. Ja, sollen wir noch mehr upgraden? Das ist die Frage, ne? Aber Geld hätten wir dafür. Ich gehe da erstmal rein und gucke mir das nochmal an. Mit unserer Rakete. Da steht sie ja noch. Und die kann man jetzt davon starten, weil wir 140 Tonnen jetzt machen können. Ich weiß jetzt nicht, wofür das alles da ist. Irgendwas ist mit dem Gewicht nicht richtig, oder? Nee. Electric Charge und so. Ah, alles halb so wild. Nee, da brauchen wir nicht hin. Das war falsch. Ich wollte sie jetzt nochmal gerade safen. Ich glaube, das ist jetzt hier nur eine Warnung und das ist nichts Schlimmes. Gut. Die sollte jetzt eigentlich funktionieren. Dann hat der gute Lyro mir noch geschrieben, dass ich von hier aus auf das Launchpad komme, also auf die Startrampe komme und da auch noch den Piloten wechseln kann. Bisher, meine ich, konnte ich das nicht, aber vielleicht habe ich auch das einfach übersehen, dass das auch geupdatet wurde irgendwann. So. Sieht natürlich schon viel toller aus hier. Ne? Ist klar. Ist nur die Frage... Wo ist das, wo ich den Piloten ändern kann? Ja. Jetzt muss ich nochmal nachlesen, ne? Wo hat er mir das geschrieben? Ich brauche nicht aus dem Spaceplane-Hangar rausgehen bzw. ihn verlassen, um eine Rakete zu starten. Klicke einfach rechts oben auf den grünen Button. Habe ich gemacht. Dadurch wirst du automatisch auf die Startrampe gesetzt mit der gebauten Rakete. Das stimmt. Das ist so. Aber... Jetzt sitzt hier Bill Kerman drin, ne? Bill Kerman, ist der nicht ein Wissenschaftler?
Das ist jetzt die Frage. Ach, ich kann ja den Hangar wechseln. Das war das, was ich falsch verstanden habe. Alles klar. Space Center. Ich dachte auf der Rampe. Ja, das war fehlgeschlagen. So, jetzt steht die da wahrscheinlich aber nicht mehr dran, weil die auf der Startrampe ist, ne? Wenn es. Nee, die steht doch noch hier drin. New, Load, Save, Launch. Ah, da. Ja, da habe ich nie geguckt, ne? Und der Bob, der ist nämlich Wissenschaftler, ne? Und jetzt ist der Fairzorg Herman da drin, ne? Und jetzt passt's. Ja, da ist das Problem, ne? Gut, dann passt das ja. Dann kann ich wahrscheinlich nochmal speichern. Und was ist das denn hier noch für ein Teil? Achso, Parts. Okay, da ist der Umschalter für das. Okay, die habe ich wohl nie beachtet. Wer weiß, wahrscheinlich war es in der vorherigen Version noch nicht da, dass ich es dann nicht gesehen habe. Gut. Abort the launch. Ach komm, ist egal, ich tausche die gerade aus. Ich glaube, geldmäßig ist das alles gut. Jo. Dann ist das ja jetzt passend. Kam mir jetzt so vor, als ob hier was nicht passt. Gucken wir mal, die Triebwerke gehen alle an. Das spreng ich dann ab. Wenn die leer ist, mache ich den an. Da mache ich den an. Dann und dann. Und passt. Aha. Gut. Ja. Wenn ich jetzt starte, dann wird die Folge mir zu lang, glaube ich. Ich habe jetzt eine Rakete gebaut. Ihr habt sie gesehen. Sagt mir, ob sie gut ist. Vor allem Lyro, der ja da wahrscheinlich sich gut auskennt. Der freut sich ja schon, wenn ich meine ersten Andockversuche in die Hose setze. Dann schauen wir mal. Sagt mal was dazu, ob das so gut ist mit der Rakete oder ob ich noch was verbessern sollte, bevor wir den Orbit anfliegen. Gut. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.